Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind wieder live auf Twitch mit Sims 4 und unserer Seasons Gold Digger Challenge. Im letzten Part haben wir nicht geheiratet, weil es zu stressig war, aber wir haben unsere Kinder gealtert, also wir haben unserer Sadie nochmal ein Altersumstyling gegeben, also sie ist jetzt zum Kind geworden und wir werden in diesem Part sehr wahrscheinlich Väterchen Frost heiraten, zumindest ist es geplant, ich hoffe es klappt auch und dann können wir auch bald die künstliche Befruchtung machen, beziehungsweise, ja genau, künstliche Befruchtung und da habe ich Bock drauf, es wird witzig und ich wünsche euch jetzt allen ganz viel Spaß in der Challenge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Achso, ihr werdet auch an der Seite natürlich ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die live auf Twitch mit dabei sind. Genau. Oh, das weiß ich nicht, Lena. Vielleicht weiß es jemand aus dem Chat. Genau. Okay, wir starten rein und ihr werdet dann hier unten weiterhin begrüßt. Also hier kommen die Nachrichten trotzdem rein. Die seht ihr dann auch weiterhin, auch wenn ich jetzt schon mal die Szene gewechselt habe. Und wir hier in Mount Komorebi im Schnee stehen. Und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Sadie schläft noch. Also die geht jetzt wieder ins Bett, okay. Die beiden quatschen hier noch ein bisschen. Dann mach du dich doch mal, also geh mal duschen und was essen. Oh mein Gott, wie sieht es hier überhaupt aus? Wieso räumen die denn auch nicht auf? Weil wir keinen Mülleimer haben. Leute, ich hole jetzt einen Mülleimer. Und Saralein, Hallöchen, wir holen jetzt einen Mülleimer. Mir reicht's. Die ganze Zeit kein im Haus. Das gibt's doch nicht. So läuft das hier nicht. Wir nehmen den Arbeitsplattenmüll, der ist schön. Kann sie immer noch nicht wegwerfen? Ich mach's alleine, kein Problem. Ich kümmere mich drum. Nimuel. Keiner will mit dir reden. Was macht ihr denn eigentlich Spaß außer Techtelmechteln? Wenn es doch immer so easy wäre, ist so. Und Lu, Hallöchen. Vielleicht soll sie dann auch nochmal schlafen, weil sie hat halt echt nicht so viel Schlaf abbekommen. Ich lasse sie nochmal schlafen. Du kannst aufstehen, weil das ist ja schon spät auch. Dein Spielzeug kann in dein Zimmer. Was macht die Kleine eigentlich? Oh, die hat auch bald wieder Durst. Dann füttern wir mal den Hund. Ups. Was sieht cute aus? Ihr habt's gesehen, Hamster-Fan. Genau, schlaf mal eine Runde. Okay, perfekt. Wie sie da schläft, meinst du? Sie möchte gern 2 Stunden traurig bleiben. Wie macht man denn ein Kind traurig? Oh Mann. Vielleicht gehen wir mal mit ihren Schneemann bauen. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Kinder auch, ne? Wir bauen mal einen Schneemann mit Sadie. Poppy mit den Zöpfen. Ja, süß, ne? Ja. Komm, wir bauen einen Schneemann. Ist doch schön. Oha, voll vereist, oder? Der Schnee. Und Lu, Hallöchen. Winterfest. Oh Gott, wir müssen heiraten heute. Vielleicht heiraten wir aber an Winterfest. Das könnte doch schön sein. Mach noch eine Schneeballschlacht mit Sadie. Sadie hat schwierige Charaktereigenschaften. Sie ist düster, unglücklicher Säugling. Oh, ja, Punkt. Sie ist aber auch eine kleine Hexe. Das ist ganz witzig. Ja, ich weiß noch nicht, wer zerstört denn Puppenhäuser? Das macht ja Mom nicht. Poppy eigentlich auch nicht. Weiß ich nicht, ob ich das... finde es irgendwie unschön. Vielleicht kann sie selbst den Schneemann zerstören und ist danach traurig. Mami, kommt heute der Weihnachtsmann? Nein, das ist doch nicht der Weihnachtsmann. Das ist Väterchen Frost. Ach so, kommt er heute?
Ich denke schon, dass er heute kommt, weil wir wollen doch heiraten. Ach so. Okay. Und dann kommt er hierher. Genau, er wird sicherlich herkommen. Oder? Kommt er heute, Leute, oder heiraten wir an Weihnachten? Wäre schon schön, am Weihnachtsfest zu heiraten, oder? Ich glaube, das wäre lustig. Ja, genau. Also, dass sie traurig werden, wenn das Puppenhaus zerstört sind, weiß ich. Aber wie gesagt, wer zerstört denn das Puppenhaus? Ist halt die Frage. Also, wir können jetzt nicht als Mom das Puppenhaus zerstören. Das fände ich schon irgendwie crazy. Die macht ja sowas nicht. Außerdem haben wir gerade gar keins. Baby! Hallo! Bist du wach geworden? Süß bist du. Komm, wir üben mal mit dir. Nee, wir füttern dich erstmal. Nee, wir stillen dich erstmal. Und dann machen wir die. Oh Gott, wir müssen alles machen. Stillen. Windel wechseln. Und dann machen wir Bauchzeit, damit sie hoffentlich bald mal krabbeln kann. Sitzen üben. Cool. Oh. Igitt. Oh, witzig. Die Nudelein muss ich mal gucken. Vielleicht brauche ich irgendwas davon. Nelly, hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir machen gerade Kinderbetreuung. Also, sie macht Kinderbetreuung. Wir gucken zu. Vielleicht auch mal wieder mit dem Hund spielen, gell? Nochmal. Wuffi Nada! Okay, du bist wach. Du kannst mal mit dem Hund spielen gehen. Du kannst auch mal joggen gehen mit dem Hund. Das würde der bestimmt schön finden. Oh, Clemens ruft an. Oh, Darling. Das ist so toll, dass du mich anrufst. Ich bin gerade mit den Kindern so schön am Spielen. Weil sie geht jetzt nicht, also wir gehen ja bewusst nicht so unter Leute, ne, damit uns nicht jemand erkennt. Ach, das ist so schade. Ich hätte so gerne mit dir Zeit verbracht. Aber wie wär's, wenn du hierher kommst? Wir wollten doch dann eh morgen heiraten. Ich freue mich schon so. Aber komm doch her, ich habe gerade den Ofen angemacht, den Kamin. Und ich wollte jetzt was Leckeres kochen für uns. Und das wäre einfach so wundervoll, wenn du jetzt kommen würdest. Na komm einfach her, Liebling. Oh ja, naja gut, ich wäre gern mal mit dir ausgegangen, Schatz. Aber ich verstehe das, dass du so gerne Zeit mit deinen Kindern verbringst. Das ist ja auch schön. Ja, komm doch her. Die denkt sich nur so, boah, ey. Ina, hallöchen, mach's dir gemütlich. Und Luna, hallöchen, mach's dir auch gemütlich. Was hat sie gelernt? Auf den Bauch rollen, okay. Darling, da bist du ja schon. Ich fange jetzt mit dem Essen an, ja? Mach's dir gemütlich. Es gibt gedünsteten Fisch heute. Oh, sie ist voll schön mit dem Hund draußen. Cool. Oh, Hygiene geht voll runter. Macht ihr das Spaß? Ja, Spaß ist komplett voll. Das ist ja großartig. Und der Hund freut sich da auch mal, dass er mal vor die Tür kommt, ne? Ey, hallo, wo sind denn alle? Wieso werde ich nicht zurückgeschickt? Erziehungslevel 10. Wow. Alaska, super. Ja, Sadie ist traurig. Die Dahingeschiedenen betrauern. Geht das an den Urnen? Nee, schade. Wir haben jetzt leider niemanden, der hier dahingeschieden ist.
Und sie ist tatsächlich eifersüchtig. Naja. Warte mal, sie kann doch bestimmt auch... Kann sie nicht auch irgendwas spielen, was sie traurig macht? Ja, komm nach Hause, es ist voll kalt, Girl. Komm nach Hause, es ist voll kalt. Und nimm den Hund bitte mit. Liebling, das Essen ist fertig. Kommst du bitte? Die ist wie ich. Schon beim Kochen wird gegessen, ja? Oh, du könntest eine Dusche gebrauchen, Liebes. Willst du mir sagen, dass ich stinke? Oh, nein, nein, nein. Nur weil du doch Sport gemacht hast. Ich war joggen, ja, das war super. Mom ist so eine tolle Köchin, es schmeckt großartig, findest du nicht, Frosty? Ja, es schmeckt wirklich hervorragend, ganz lecker, wunderbar. Deine Mutter ist wirklich eine exzellente Köchin. Habe ich da gerade meinen Namen gehört, ihr zwei? Ich habe nur gesagt, was du für eine exzellente Köchin bist. Ach, ihr seid so süß. Danke, meine Lieben. Ja, ich liebe es, für euch zu kochen, weil ihr meine Liebsten seid. Ja, Mom, es ist wirklich lecker. Schmeckt es dir gut, Sadie? Du siehst ein bisschen traurig aus. Es ist lecker. Nein, wirklich. Ich finde es schon ganz okay lecker. Ich hätte gerne ein bisschen gespielt, aber ich habe keine Spielsachen mehr. Soll ich dir etwas kaufen? Morgen ist schließlich Weihnachten. Da wirst du bestimmt was Tolles bekommen. Meinst du, dass mir jemand was schenken würde? Ich war auch wirklich brav gewesen. Ann-Kathrin, Hallöchen. Ja, ich denke schon, dass du tolle Geschenke kriegen wirst. Ja, naja. Ich werde jetzt nach oben gehen und mal schauen, was ich so für Spiele habe. Und dann werde ich ein bisschen vor mich hinspielen. Gut. Haben wir das geklärt? Ein bisschen vor sich hinspielen. Lisa, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. So, dann kannst du mal pieseln gehen. Mit sich selbst reden. Kannst du mit dir selbst flirten? Okay, Väterchen ist schon wieder gegangen. Wir werden morgen heiraten, aber ich überlege gerade, wie diese Hochzeit aussehen wird. Wird es eine standesamtliche Hochzeit oder nicht? Haben wir eigentlich schon ein Brautkleid? Mal gucken. Ich glaube nämlich noch nicht. Nee, brauchen wir noch. Machen wir gleich. Wenn wir jetzt schon so im Brautkleid-Fieber sind, wir haben nämlich gerade in der anderen Challenge auch Brautkleid geshoppt. Das passt ja jetzt dann ganz gut. Und dann werden wir jetzt hier auch Brautkleid shoppen gehen. Das ist doch eine super Sache. Wir hatten nur gesagt, unter vier Augen. Genau, weil das ist wichtig. Und Tom, Hallöchen. Wir können auch im Garten so ein tolles Bögchen aufstellen. So ein Hochzeitsbogen im Schnee wäre vielleicht auch schön, ne? Wäre doch schön. Wir gucken mal. Oh, sehr schön, Dinolein. Cool. Nicer, dicer. So, lass uns mal schauen, was wir denn da für schöne Kleider haben. Sie heiratet Väterchen Frost. Was will der, was wir anhaben? Was denken wir, was er will, was wir anziehen? Pelzmantel, fake natürlich. Ich mache uns mal die Musik wieder an. Swabius Glorneta. Was? Ja, das glaube ich dir, Mini. Das ist immer so gefährlich, ne? So ein älteres Kleid, so ein... Wisst ihr? Ja, sie ist ja Magierin, Shorty. Ich glaube, dass wir das dann so spielen, als würde sie das über ihre Magie laufen lassen, weißt du? Das mit dem Abnehmen dann.
sehr vielleicht auch gut, weil das dieses Gold hat, die Goldapplikation. Wie würdet ihr das denn finden? Ist schon schick, oder? Ich finde auch die Frisur direkt gut, muss ich sagen. Ein bisschen frostige Lippen. Kleid ist gut. Jetzt gucken wir mal nach einer Kette. Ja, voll, ne? Heute ist richtig der Brauttag. Wir gucken mal nach einem Jäckchen, ob ich irgendwas habe, was man schön drüber machen kann. Weil, ich meine, es ist ja schon kalt, ne? Aber wahrscheinlich gibt es da nichts. Ja, ich glaube, ich habe da zu wenig Zeug für. Ja, wäre schon okay eigentlich. Die wird ja schon frieren. Das ist auch irgendwie cool. Nee, da habe ich nichts. Es sind Heizstrahler aufgestellt, Leute. Habe ich gehört. Heiratet Väterchen Frost in seinem Väterchen Frostkleid? Wahrscheinlich, ne? Naja, wir gucken einfach mal, wie es wird. Bin gespannt. Das wird auch wild mit dem wieder. Ich hoffe, dass er einfach schnell Ja sagt und gut ist. Dann brauche ich nur wieder eine schöne Pose mit ihm. Sie hat einen Zauber, damit sie nicht friert. Ach so. Ah, true, Lena. Aber ich meine jetzt so, rein optisch würde sie halt frieren, weißt du? Und Nava, hallöchen. Waren einige, Sascha? Oh, krass. Ja gut, jetzt ist Frühling, ne? Ich glaube, das ist schon auch eine beliebte Zeit. Okay. Ja, dann würde ich sagen, alle mal ins Bett, weil morgen ist unser großer Tag. Okay, geht mal alle ins Bett. Ich möchte jetzt nochmal telefonieren und dann ist morgen der große Tag, ja? Oh, rufst du Sensi an? Sagst du ihm liebe Grüße von mir? Von mir auch. Mache ich. Okay, ab ins Bett jetzt mit euch. So, wir stillen nochmal. Ja, ich habe eigentlich tatsächlich gedacht, dass wir nur einen Hochzeitsbogen in den Garten stellen. Unsere kleine Prinzessin. Raven Alma. So. Hey, ich bin's. Alles gut bei dir? Einen harten Tag. Oh, das tut mir leid. Ja, mein Tag war gut. Danke. Morgen ist es soweit. Also, ich rede ihn am besten auch. Ja, ich habe schon gesehen, dass es morgen soweit ist. Ja, das heißt, ich kann ihn morgen abholen? Nein, so schnell wird's nicht gehen. Aber wir heiraten morgen auf jeden Fall. Und dann ist das schon mal erledigt. Ich bin so froh, dass ich das abgehakt von der To-Do-Liste dann... ja, auf jeden Fall. Das ist echt gut. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Babe. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Bis bald. Ja, bis bald. Babe hat er gesagt. Er hat Babe gesagt, weil er uns toll findet. Wir sind sein Babe. Nur damit ihr es wisst.
Ja. Sie kann kriechen! Ja! Tolles Baby! Tolles Baby! Süß! Alles vollgesabbert, schön. Gut, wenn sie jetzt gleich eingeschlafen ist. Was machst denn du jetzt? Gehst du bitte wieder ins Bett? Ist es mitten in der Nacht? Alle sollen schlafen. Schlafi! Ja, wir sind ja eh nicht in der Schule. Ja, Melaro, wobei ich echt nicht weiß, ob ich den Sensi auspacke. Oder ob ich ihn im Kostüm lasse. Mini, du hast deinen Sensi für immer im Kostüm gelassen, oder? Und Pauline, hallöchen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will das auch. Weil ich auch gar nicht weiß, ob das wirklich ein Kostüm ist, so wie bei Väterchen Frost zum Beispiel, ob man das überhaupt ausziehen kann. Bin ich mir nicht so sicher. Sneak Peek! Können wir schon machen vielleicht. Und Tanja, hallöchen. So, wir gucken jetzt direkt mal, was wir so haben. An Spielbögen. An Hochzeitsbögen. Und dann würde ich vielleicht schon mal einen platzieren hier vor den Bäumen. Weil eigentlich geht es uns ja wirklich nur darum, kurz zu heiraten. Guck mal, der ist schön eigentlich. Wir könnten... Oh, der schwebt. Aber den könnten wir nehmen. Der Sohn war dann normal, ne? Es ging nicht um Väterchen Frost, Tanja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, oh, guck mal, das sieht aber auch schön aus. Ja, vielleicht nehmen wir echt einfach den Bogen. Ah, der schwebt auch schon wieder. Moment. Wir nehmen den jetzt nochmal. So. Ja, schwebt trotzdem. Aber das macht nichts. Es ist nur ein bisschen. Wir stellen ihn jetzt nach da hinten. Ist egal, dass er schwebt. Es geht um die Schönheit. Um die Magic im Moment, weißt du, Leute? Die Magic im Moment. Ist nicht schlimm. Das ist so ein schwebendes. Ne? Lass mal so. Ich finde es nicht schlimm, wenn es schwebt. Okay, dann müssen wir eigentlich nur noch warten, bis er dann kommt. Mosi, du musst schlafen. Es ist immer noch zu früh zum Aufstehen. Wieso sind denn die alle wieder wach? Alle Mann ins Bett jetzt. Es wird nochmal geschlafen hier. Nee. Schlafi. Okay, Melaro. Ja, mal gucken. Und der Sohn, als er zum Sensemann wurde, sah halt normal aus. Ich habe ihn nicht als Sensemann-Kostüm gemacht. Okay, mhm. Hast du das dann über ein NC-Command-Center gemacht, dass er der Sensemann ist praktisch? Oder wie hast du es gemacht? Ich glaube, ich fände es auch cooler, wenn wir es beibehalten, ja. So, dein großer Tag, meine Liebe. Wie wäre es, wenn du dich umziehst, damit der Sensen, damit Väterchen Frost keinen Schock bekommt, wenn er dich sieht? Wie heiß du bist, Girl. Und dann werden wir das Essen wegschmeißen, das du gestern mühevoll gekocht hast, weil du es draußen stehen gelassen hast. Und wir werden ein Gourmet-Menü zubereiten. Mandelmakronen zum Frühstück. Lecker. Mit dem Cheat. Okay, ja, habe ich mir fast gedacht. Arbeitslos, ja, gut so. Wir brauchen ja alle unsere Kapazitäten. Ja, das wäre echt wild, ey. Challenge vorbei einfach. Hoppala. Mandelmakronen, lecker. Schmecker. Bäcker. Ja, gut. Dann kümmern wir uns mal um die Kleinen ein bisschen, ne?
Aber hast du die jetzt im Ofen gelassen? Die verbrennen, Fei. Willst du die Kekschen jetzt wirklich im Ofen lassen? Kannst du das da rausholen, ohne dass... Toll! Nee, so war das aber nicht gewettet. Dann gibt's jetzt Eier und Toast. Mir doch egal. Also wirklich. Die leckeren Kekschen. Stillen, 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 stillen. Nicht die Bäcker essen. Ach so? Es gibt noch Brot. Ja, ist so. Wir machen jetzt Eier und Toast. Auch lecker. Ich hab voll auf die Schulter gespuckt, ey. Na, Mom, bist du schon aufgeregt wegen heute? Ich meine, hallo, Heirat? Ach, ist ja nicht die erste Hochzeit. Nö, eigentlich bin ich gar nicht aufgeregt. Oh, okay. Ja, wann kommt er denn? Ihr wolltet doch frühs heiraten, oder? Ja, er müsste jetzt eigentlich jeden Moment kommen. Ich muss jetzt erstmal meinen Supertrank trinken, weil ich bin total gestresst. Irgendwie habe ich nicht gut geschlafen und naja, du weißt, wie das immer ist. Mami, bringst du mir das Zaubern eigentlich auch bald bei? Ja, natürlich, Schatz, wenn du es lernen möchtest. Ja, ich glaube, ich würde es gerne lernen. Okay. Okay, warte mal, dann gehst du mal pieseln, weil du brauchst den Trank nicht. Wo sind denn deine Eier und Toast, die du gekocht hast? Gar nicht da, oder was? Nee, hast du sie nicht gemacht? Gut, dann geh Reste essen. Was machst denn du jetzt mit der Kleinen? Ach, baden. Na ja, gut. So, und dann werden wir Väterchen Frost anrufen. Von Hochzeit sorgen? Oh, wir müssen diese blöde Geschichte noch machen, diese Vertragsgeschichte, Leute. Wir brauchen Geld. Zum Glück sind wir bald rich und brauchen kein Geld mehr. Jetzt müssen wir erstmal die Hochzeit finanzieren. So. Haben wir genug Geld für die Hochzeit zu bezahlen? Ich glaube. Nein, nicht Inferno, nicht Inferno, nicht Inferno, nein! Oh nein! Und sie einfach so, NP, Mom, ich kümmere mich. Mom, du musst echt aufpassen, was war das denn? Na, zum Glück ist die Pflanze nicht kaputt gegangen. Na gut. Was wollte ich jetzt machen? Poppy war direkt ready. Poppy einfach die Coole, weißt du? Die so, ey, kein Problem, kein Problem. Was wollten wir denn machen, Leute? Ach so, Hochzeit bezahlen, damit wir heiraten können. Diese Dinge. Ja, 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 ja. Ja, danke schön, Mini. Ich habe es einfach komplett wieder vergessen, ne? Öffnen Sie Fallschirmflatter, heiraten Sie im Rathaus, senden Sie Einladungen, wählen Sie Ereignistyp aus. Klein und intim, 1500, bam. Let's go. Hast du das jetzt gemacht? Girl... Ob du bitte klein und intim heiraten willst? Ach so. Wo bleibt denn Väterchen Frost? Wir müssen noch Bänke hinstellen, damit die Kinder da sitzen können. Also zumindest die zwei Großen, ne? Die Kleinste kann ja da nicht sitzen, aber... Ich meine, klar, wir könnten sie auch hinstellen, aber das passt dann schon. So. Sitzen. Sitzen. Puh.
Kommst du bitte in meine Group, Mister? Mr. Bombastic. Seid ihr ready, meine Lieben, für die schönste Hochzeit des Jahrhunderts? Oder so. Terrorzwerg, Hallöchen, du kommst genau richtig. Wir heiraten, ganz toll. Ganz super schön, ganz schön, ganz toll. Okay. Let's go. Gut. Ist ein bisschen kalt hier draußen, aber wir schaffen das, ne? Die gehen aber schon zu dem Hochzeitsbogen, um die Zeremonie zu machen, oder? Machen wir lieber anders. Wir machen schnell, schnell. Ich stell die jetzt schon mal hier hin. So. Und Sophie, Hallöchen, wir machen erstmal das Bild. Okay? Die Holly, süß. Wir machen erstmal das Bild, weil das weniger stressig ist. Okay? Und dann wird geheiratet. Oh, ich sehe Bubs. Guck mal, Federchen frostet Bubs. Ah, das sieht lustig aus. Er hat Bubis. Hallo, wie gefallen dir die Bubis? Guck mal. Ja, Entschuldigung, immer ist so ein bisschen lustig. Mal, er hat ein bisschen Bubs auch. Naja. So, wir brauchen Posen, meine Lieben. Die Frage ist nur, welche? Denn die sind ja beide ein bisschen curvy. Das macht die meisten Posen leider wirklich schwierig. Weil die Posen oft auf so ganz schlanke Sims abgehen. Wedding. Ah nee, das ist der Hochzeitsantrag. Heiratsantrag. Frostbeulen sind das. Oh mein Gott. Ah, das ist halt doppelt lustig, ne? Gut, Leute. Okay, das sind die Leute, die drumrum sind. Aha. Will you? Das ist die Antragspose. Nee. Es muss intim sein, ohne zu intim zu sein, wisst ihr? Okay. Mhm. Das ist nichts. Hier, Curvy Couple Pose. Perfekt. Wir machen Male All und dann Female All. Und ich denke, da finden wir dann eine schöne Pose. Das ist super. Die habe ich gesucht. Die Curvy Couple Pose. Die ist super schön, nämlich. Gut. Oh. Süß. Ja. Uff.
Mit Kinder oder ohne Kinder? Ich glaube, ich würde es fast ohne machen. Ich weiß nicht, ey. Der Typ, ey. Ich glaube auch ohne, ne? Ohne Kinder. Aber es ist natürlich wichtig, dass sie bei der Zeremonie dabei sind, weil, na, wir sind ja die perfekte Familie und das ist dann schon wichtig. Oh, jetzt lädt er aber gruselig lang. Wieso lädt denn der so lang, der Shader? Also, Entschuldigung. Ich habe gerade ein Update gemacht. Also, es ist nur der Shader. Das ist jetzt nicht so problematisch, aber... Sie sieht total glücklich aus auch. Oh nein, wieso lädt denn der Shader jetzt so lang? Ja, super. Kann man den irgendwie restarten oder so? Normal, dass er so lange braucht. Der hat noch nie so lange geladen. Der hat noch nie geladen. Aha. Der hat noch nie geladen so lang. Das war immer instant angewiesen, wenn ich... Naja, gut. Ist auch egal. Solange es jetzt wieder geht, ist okay. Sie sieht schon schön aus. Uschla! Bald 1000. Er ist schon irgendwie süß, ne? Es ist schon irgendwie süß. Ja, ich probiere mal, dass sie nicht mehr atmet, genau. Also. Ja, okay. Ja, perfekt. That's it. Schön. Haben wir. Haben wir natürlich noch unser Beweisfoto. Ich hoffe, wir kriegen das hin, ohne dass sie sich direkt verdrehen, also wegdrehen. Perfekt. Schön. Okay, wo ist der Keller? Wie haben wir es denn hier gemacht? Da hatten wir so ein Bild. Okay, ein kleines, ne? Dann machen wir das doch hier auch. Boah, Leute, der bringt uns sein Geld mit, ne? Wie großartig wird das bitte? Wo sind denn jetzt die Bilder? Hä? Ach, hier. Da hatten wir auch ein größeres gemacht. Okay, schön. Und das andere kommt dann natürlich oben in die Wohnung, weil wir ja so in Love sind mit Väterchen. Das muss dann schon hier schön hängen. Irgendwo an irgendeiner Wand. Wir haben keine frei. Schade. Dann halt nicht. No? Okay, what's the plan, Leute? Wir müssen jetzt gut Ding machen. Let's go. Seid ihr bereit für die atemberaubende Hochzeit? Mami, geht's bald los? Ich bin traurig, weil es so kalt ist. Ja, Liebling, wollen wir dann?
Ich wollte dir nur sagen, dass ich unglaublich glücklich bin, dass du heute hier bist. Du bist einfach ein so wundervoller Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemanden wie dich in meinem Leben nochmal treffen werde. Es ist einfach so wundervoll. Du liest mir meine Wünsche von meiner Seele ab. Und es ist einfach nur eine atemberaubende Zeit mit dir. Es ist so wundervoll, dass wir uns kennen. Und Jororax, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream. Jororax, so. Hallöchen. Und ich möchte den Rest deines Lebens mit mir verbringen, mit dir, nein, ich möchte den Rest deines Lebens mit dir verbringen und ich möchte für dich sorgen, für dich da sein und deine Frau an deiner Seite sein, die du aufrichtig lieben und ehren kannst. Ja, ich bin auch sehr verliebt in dich. Du bist eine sehr schöne Frau. Du bist auch ganz lustig und es ist einfach schön, mit dir den Lebensabend zu verbringen. Ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste und von daher ist es natürlich auch schön zu wissen, dass wenn ich eines Tages, bald oder so, auf Pflege angewiesen werde, dass ich so eine hübsche junge Krankenschwester an meiner Seite haben werde. Und es ist einfach toll, mit dir, ja, ins Leben zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, auch dir ganz viele Kinder zu schenken, weißt du? Kinder sind das Segen der Welt und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dir noch ganz viele Kinder schenke. Ich glaube, ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich denke doch, dass ich, Kinder, hört bitte einmal weg, dass ich na doch ein ganz attraktiver Hüpfer bin, du. Nicht wahr? Und jetzt, da wir auch bald unsere Hochzeitsnacht haben werden, freue ich mich doch schon sehr, dir ein paar tolle Kinder zu schenken, Liebling. Und nun ja, ich denke, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich freue mich jetzt einfach, dass wir die Hochzeitszelebration zelebriert haben. Und nun, dann würde ich jetzt sagen, küsse ich dich so richtig das erste Mal. Ja. Ich freue mich. Ist so schön. Oh, der Ring klemmt ein bisschen an deinem Finger. Warte, ich... Ja, jetzt geht's. Schön, ich bin froh, im kleinen Kreis mit dir zu heiraten, weil du so ein Süßer bist. Irgendwie finde ich ihn ganz unangenehm. Das ist gut so. Ich habe ihn jetzt ganz bewusst ganz unangenehm gesprochen, weil Leute, wir müssen ja einen Grund haben, warum er geht. Ich meine, sorry, aber bisher war er irgendwie ein bisschen schnuffig, aber das geht jetzt nicht mehr. Kitty, Hallöchen. Und Moonlight, Hallöchen. Die Zeiten sind vorbei, er ist nicht mehr schnuckelig. Vorbei. So, dann würde ich sagen, nimmst du jetzt noch diesen Ring, weil das ist ja der Symbol der Liebe. Und dann würde ich sagen, können wir so langsam, aber sicher. Ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste, hat eine mega heiße Frau an seiner Seite. Da kann ich mir schon noch vorstellen, dass er sich auch was erhofft, so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, werden wir es offiziell machen. Naja, also zuerst müssen wir natürlich mit den Kindern noch und so. Ja, zieh ein! Obacht, Leute. 500.000 Simoleons! Wieso kann ich nichts klicken? Ja! What? Hallo? Mann, dieser Mann. Den werden wir jetzt holen. 500.000, Easy Street, das können wir uns gut merken. Wir starten neu und dann ist er da. Kein Problem für mich. Wir ziehen es durch. Das macht nichts.
Ja gut, das ist natürlich jetzt zu spät, die Info, dass das verbuggt ist, Leute. Aber das macht nichts. Wir haben es ja jetzt. Wir haben trotzdem gespeichert. Wir starten kurz neu und dann holen wir uns die 500k in den Haushaltskasse rein. Geil. Let's go. Macht nichts. Ich finde es nur nervig, wenn man dann halt nicht speichern kann, ne? Hatte ich schon mal erwähnt. Ja, sorry, dass ich mir jetzt nicht merken kann, welche Bugs EA alle hat, die mich eventuell betreffen könnten. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also starte ich halt einfach neu. War mir auch nicht mehr bewusst, dass so ist. Ja, ich meine, überleg mal, wie viele Bugs existieren und wie oft ständig irgendwelche Bugs durch irgendwelche Mods wieder gefixt werden oder Bugs nur wegen Mods auftauchen, die dann auch wieder gefixt werden. Also wenn ich mir, also da könnte ich mir, das, pff, nee. Das sind Features. Ach so. Ja, Zuckerhexe, manchmal ist das so, aber es ist nicht so schlimm. Also ich finde es nur nervig, wenn man dann wie vorhin natürlich das Spiel nicht speichern kann. Dann ist halt ärgerlich, ne? Aber ja, das macht nichts schlar. Im besten Fall wird es ja auch bald gefixt, ne? Aber es ist, ja. Ich werde es wahrscheinlich bei Sensemann schon wieder falsch machen, wette ich mit euch. Da werde ich es dann wieder so machen. Ach toll, dass wir geheiratet haben. Diesen tollen Mann. Süß. Ja, ist ein bisschen schmierig, aber mein Gott. Aufregung kostenlos mit inbegriffen. Ja, es ist einfach auch dieses gewisse Spice, von dem sie immer reden, weißt du? Das ist der Spice. Der Spice des Lebens. Die Urkunde. Brauchen wir die? Ah, true, wir brauchen die. Ja, hast recht. Ja. Bei dem anderen Sim haben wir sie, glaube ich, bei einem der vorherigen Button haben wir es jetzt, glaube ich, nicht, ne? Kalypso, willkommen, Hallöchen, willkommen zurück, wollte ich sagen. Das Zurück hat noch gefehlt in meinem Satz. Es ging unter. Schön. Ich habe schon mal das Bild angeguckt. Das ist sehr hübsch geworden von den beiden. Sehr verliebt sehen die aus. Also momentan spiele ich tatsächlich hauptsächlich Sims 4, genau. Also ich habe noch Medieval Dynasty auf der Liste. Das würde ich unbedingt gerne mal spielen mit euch. Also es steht ganz oben auf meiner müssen wir bald mal spielen Liste. Aber sonst hauptsächlich Sims 4. Das ist mein Hauptcontent und da fühle ich mich auch immer am wohlsten bei, das zu streamen. Ist einfach immer schön. Ist immer schön. Oh, meine Nase tut schon weh, weil ich so oft darüber schniefen muss, ey. Genau, manchmal kann man speichern, aber das ist halt auch leider nicht immer so, ne? Das ist dann ein bisschen schade, wenn man dann speichern will und es nicht geht. Und Fini, Hallöchen. Aber gut, man steckt nicht drin, Leute. Und in dem Fall ging es ja jetzt zum Glück. Zum Glück. Fini, habe ich jetzt Hallo gesagt? Hallöchen. Ich weiß schon wieder nicht mehr, das gibt's doch nicht. Ich, vergesse es oft. Ja, genau, wenn der Ladebildschirm ist, dann ist blöd, weil dann kannst du nicht speichern. Es gibt ein paar Sachen, warum es dann nicht geht, aber meistens kann man es noch irgendwie deichseln. Was muss, das muss, Leute. Wie gesagt, wir stecken da nicht drin. Das ist manchmal halt einfach ein bisschen buggy. Und schön, dass es jetzt auch wieder so ewig lang lädt. Okay. Habt ihr jetzt geheiratet? Sind wir in einer Lebenspartnerschaft, Mister? Ja, Partner. Ist es Ehepartner? Sind wir verheiratet? Ja, frisch angetrauten. Sim verliebt ansehen. Nee. Ja, genau, dass das Geld nicht da ist, klar, das geht ja jetzt nicht, ne? Das müssen wir nachträglich machen.
Ehefrau. So. Jetzt sind wir Eheleute. Und dann werden wir ihn in den Haushalt holen. Und 500.000 hinzufügen. Ja! Oh ja, Heiratsurkunde beantragen, genau. Ich glaube, die haben wir jetzt nicht, ne? Ah, doch. Ah, doch. Ich hoffe nur, die ist vom richtigen Mann jetzt, ne? Steht es denn dabei? Nö. Gut. Okay, macht nix. Schön, wir haben Geld, Leute, endlich! Wow! Hä, voll gut. Ja, geh mal schnell pieseln, Girl. Und Spooky, willkommen im Stream, Hallöchen. Und danke für dein Follow. So, MC Command Center, Spieloption hier. Haben wir. Wir sollten dann vielleicht, naja, wir müssen ja auch die Hochzeit, also wir müssen ja, es ist ja auch wichtig, dass wir, naja, dass die Zeremonie abschließen. Stammi Mami, Hallöchen, was meinst du? Nun, das weißt du doch, was ich meine. Was meinst du? Nein? Naja, um eine Ehe abzuschließen, ist es natürlich auch besonders wichtig, dass die Ehe vollführt wird. Das ist ja, das ist nicht die alte Schule oder so, nicht, dass du denkst, es ist halt wirklich so. Das muss man machen. Ach so, das meinst du? Liebling, wir haben doch alle Zeit der Welt. Wir haben unser ganzes Leben Zeit, miteinander Dinge zu tun. Ja, natürlich. Nur es ist schon wichtig, dass man das auch abschließt, weil, naja, sonst sind wir keine rechtmäßigen Eheleute, wenn wir das nicht in derselben Nacht vollführen. Oh, das meinst du. Natürlich, Liebling. Gar kein Problem. Ich freue mich schon so sehr. Nee, dann, ich würde sagen, wenn die Kinder im Bett sind, dann können wir loslegen, gell? Ja, super, nein, ist schon wichtig, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass wir da viel Wahl haben, weißt du, es muss halt alles seine Richtigkeit haben. Ja, das weiß ich doch, ist mir doch so wichtig, dass es alles seine Richtigkeit hat, Liebling, super Sache. Du, dann lass es den Mittag noch schön ausklingen und heute Abend, wenn es dunkel ist, dann machen wir dieses lustige Unterfangen im Schlafzimmer, ja? Ja, das klingt super toll. Gut. Ich würde mich jetzt mal ein bisschen um den Weihnachtsbaum bemühen und ein bisschen singen, nicht wahr, Liebling? Toll, nimm doch Poppy mit. Die freut sich bestimmt, dass du ein bisschen mit ihr singst. Mom! Ja, der Frosty wird gern mit dir ein Lied singen, Poppy Schatz. Oh, toll. Ich bin gleich ready, Frosty. Ja, ist super schön. Ne? Ich mag's. Freuen wir uns. Jetzt singt er draußen, oder was? Oh. Oh, Darling, ich muss kurz dem Hund Futter geben. Der hat so Hunger. Er ist so ein Feini, weißt du? Ja, mach das einmal. Ja. Als rede ich ihn schon wie den anderen. Das darf ich nicht. Er ist ja nicht der andere, Leute. Ich muss aufpassen, ne? Nicht, dass ausartet. Oh mein Gott, hast du gerade dieses peinliche Lied gesungen? Ach, Schwesterchen, hör mir mal zu. Wir müssen noch ein bisschen durchziehen. Ich mag ihn nicht. Er ist so komisch und er ist so alt. Ja, hör mir jetzt bitte zu. Die Mama hat gesagt, dass wir uns ein bisschen zusammenreißen sollen, ja? Und du hörst jetzt auf, hier rumzuheulen, Schwesterchen. Und ziehst die Show weiter durch. Hast du gehört? Oh Mann, ich will aber nicht. Doch. Das machst du jetzt. Und ich hab dir gesagt, dass sobald er unter der Erde ist, sind wir wieder frei. Und Mom hat gesagt, wir werden dann zu Sensi ziehen. Und da wird alles besser. Du freust dich doch auch schon auf ihn, oder?
Ja, schon, aber es ist alles so schwer und man muss immer dieses aufpassen, was man so sagen tut und so. Das ist in Ordnung. Du kannst ja auch mal was Falsches sagen. Ich meine, er ist wahrscheinlich eh ein bisschen dumm. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, was du falsch gesagt hast. Aber du solltest dir schon ein bisschen Mühe geben. Mama sagt, es ist wichtig, dass wir sie unterstützen bei all dem. Ja, aber es ist aber auch gemein, dass ich da mitmachen muss. Ich habe nie gesagt, dass ich das spielen will. Ja, sagen tut. Mhm. Sie ist ein kleines Mädchen, süße Maus. Sie ist gerade erst Kind geworden, Leute. Sie ist noch ganz klein und unwissend. Und wir wollen doch, dass es bald erledigt ist, oder? Ich habe auch keine Lust mehr, ständig umzuziehen. Ich will auch endlich in einem richtigen Zuhause wohnen, so wie Mom es uns versprochen hat. Ich auch. Na also, jetzt reiß dich zusammen, hör auf rumzuheulen und, oder heul rum, aber dann sei mitleidig, sodass er halt Mitleid mit dir hat, okay? Ja, okay, okay. Und dann haben wir es bald geschafft, ja? Ja, und dann hört Mom auf damit, hat sie gesagt. Okay, okay. Und, Fatum, Guts, willkommen im Stream, Hallöchen. Komm, Sadie, wir können zusammen was spielen. Hast du Lust? Ich habe hier tolle Spielsachen. Oh ja, toll. Ich habe so Lust, Spiele zu spielen. Ja, manchmal schlägt der Ninimoel durch bei Sadie. Das ist so lustig. Also, Mom, du sagst wirklich, dass es danach vorbei ist, gell? Ja, Schatz, ich versprech's euch. Das ist das letzte Mal und dann kommen wir endlich an, okay? Na gut, Mom, ich hab keine Lust mehr da drauf. War es denn gar nicht lustig? Es war schon ein bisschen lustig, Mami. Es war super, Mom. Also ich bin schon ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist. Ich meine, wie lustig war das bitte immer? Ja, du bist da eh ein bisschen anders gestrickt, Schatz. Oh mein Gott, Dinolein, Hilfe! Ja, vergessen, was ich sagen wollte. Gut, okay, naja, mach dir gar nichts. Vergessen, Leute. So, Kinder, ich denke, ihr müsst auch langsam ins Bett. Frosty, es ist 17 Uhr. Oh, ja, dann noch nicht, natürlich. Nee, natürlich noch nicht. Vaya Nucci. Naja, dann halt nicht. Ob du sie jetzt stillen möchtest? Jetzt hat sie gepupst. In die Pupsbox. Marlies Hallöchen. Oh, Marlies hat auch bald 2000. Oh mein Gott, crazy, ey. Viel Spaß, Selina. Genieß die Zeit. Shayla? Oi, 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 oi. Leute, das ist meine Watchtime, du. So viel, wir müssen ja echt mal alle zusammenrechnen, die Stunden. Da würden mir bestimmt noch ganz viel kommen, ey. Crazy. Dankeschön. Krass, ey. Vor allen Dingen auch so viele von euch so viele Stunden, ne? Das sind ja nicht nur ein paar, sondern wirklich auch viele, die so viele haben. Do,
Dankeschön, meine Lieben, für eure ganze Watchtime hier, ey. Und natürlich auch auf YouTube, ne? Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr schon so viele Stunden mit mir verbracht habt. Gracias. Ja, ich wechsle doch die Windel. Jetzt entspannt euch mal. Nee, du bist nicht gemein zu deiner Mom. Hör auf. Oh, danke schön. Oh mein Gott, guck mal. Vor allem ist Daisy erste Nachricht im Chat. Bam, 107 Stunden. Crazy. Dankeschön. Und auch alle, die jetzt gerade noch nicht so, also was heißt noch nicht so viele Stunden, ne? Die jetzt vielleicht, wie jetzt, Nava 2 Stunden haben. Ich meine, das ist ja auch, ne? Ich meine, überleg mal, 2 Stunden schon. Das geht so schnell hoch, wenn ihr ab und zu zuschaut. Das ist so, so schön zu sehen. Dankeschön euch. Sie bringt jetzt das Kind ins Bett. Haya Bubu, du gehst auch schlafen. Und sie schreibt jetzt dem Sensi eine SMS, dass er bitte ans Fenster kommen soll. Wir müssen die Vorhänge wegmachen. Jetzt wird's unangenehm. Und Genie Lines, willkommen im Genie Lines, willkommen im Stream, Hallöchen. Danke für den Follow. Und Juna, Hallöchen. So. Und Juicy, Hallöchen. Jetzt wird's unangenehm. So, okay. Dann würde ich sagen, ziehe ich mich aus und du dich auch. Okay. Können wir machen. Und dann kannst du dich schon mal hinlegen. Und mehr mache ich nicht, Leute, weil das wird unangenehm. Und, ja, also, wir müssen es jetzt so tun, als ob, okay? Also, der Sensi kommt jetzt. Cringe, I know, Leute. Es ist cringe. Augen zu machen, Leute, passt auf. Das wird jetzt kurz, okay. Genau, wir machen jetzt die Lichter aus. So. Und, warte mal, automatische Lichter, alle Lichter ausschalten, dieses Zimmer. Und es ist so, dass wir jetzt Liebe machen, Dinge, Dinge, Dinge. Und am Fenster erscheint der Sensemann gleich. Die werden trotzdem Liebe machen, weil ich möchte gucken, ob es möglich ist, dass sie vielleicht doch beim Techtelmechtel schwanger ist, okay? Ich möchte es trotzdem checken. Ja? Und Greenbone, Hallöchen. Und es tut mir leid zu hören. Ich wünsche dir alles Gute bei der Reha, dass du schnell wieder nach Hause kannst. So, wir machen Liebe und gucken mal, ob es klappt. Ich meine, wir müssen auch zugeben, ich meine, ja, er ist schon ein bisschen älter, aber er ist ja jetzt nicht abstoßend oder so, ja? Ich meine, wir haben schon viel, also ich glaube, dass es für sie jetzt nicht so das Drama ist, mit ihm ein bisschen zu schmusen, ne? Okay, also es wird jetzt nicht so sein, dass es für sie total schrecklich ist, weil, ne? Sie findet ihn jetzt auch nicht super unattraktiv, oder? Wie findet sie ihn denn? Sehr attraktiv. Okay, guck mal. Das ist schon mal gut. Also sie findet ihn körperlich anziehend, attraktiv. Es passt für sie. Nur sie hat eigentlich keinen Bock mehr drauf, weil sie ja eigentlich gerne mit dem Sensemann jetzt zusammen wäre. Deswegen ist es für sie trotzdem nicht so schön, jetzt mit ihm ins Bett zu gehen. Aber es ist okay für sie. Also es ist okay. Sie erträgt das jetzt. Das ist einmal in Ordnung. So. Und während sie das halt machen, erscheint trotzdem der Tod am Fenster. Hat jetzt ein Kondom verwendet? Ist der wahnsinnig? Liebling, du kannst doch das weglassen. Du weißt doch, dass wir... Naja, du weißt doch, dass wir... Du kannst doch aufhören mit dem Schutz. Safety first. Du kannst aufhören mit dem Schutz. Oh, jetzt hat sie ihr brutales Outfit an. Hat sie nicht an. Schön. So läuft es.
Okay. Ich muss leider direkt Pipi machen, mein Schatz. Ach so, nee, okay, der Sensemann ist am Fenster aufgetaucht und er sagt, was war das? Hast du das gesehen? Was meinst du? Ich habe nichts gesehen. Da war gerade, ich glaube, ich habe leibhaftig den Tod gesehen. Was? Darling! Oh nein! Ist es schon so weit? Ich dachte, wir verbringen den Rest unseres Lebens gemeinsam. Oh nein, ich hab dich so geliebt. Es ist so schade, dass es schon vorbei ist. Nein, nein, mir geht es gut. Ich habe ihn nur gesehen, den Tod. Ich habe ihn gesehen. Oh, das ist nicht gut. Das ist schlimm. Vielleicht bist du doch älter, als du dachtest. Ja, vielleicht. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich fühle mich auf einmal so gebrechlich. Oh nein, vielleicht ruhst du dich aus, Schatz. Du hast dich auch ziemlich verausgabt. Ruhe dich aus und ich gehe einmal für Prinzessinnen, ja? Ja, okay. Echt schlimm. Es war schlimm. Leute, wie sieht's aus? Machen wir mal einen Pregnancy-Test. Wollen wir eine kleine Vorhersage machen? Ob wir wohl direkt pregnant sind von ihm? Au, ja, da die Mini Bock. Mini, let's go. Mini, let's go. Die Mini macht uns eine Vorhersage und we will have a look, ob wir pregnant sind, maybe. Oh Mann, Leute, da ist auch ein bisschen spannend. So, ihr könnt jetzt an der Vorhersage teilnehmen. Was denkt ihr? Ist sie schwanger? Ja oder nein? Also, ich bin unsicher, ne? Ich weiß es ja nicht. Also, ich fände es gut, ne? Weil dann haben wir es bald geschafft. Aber man weiß immer nicht so genau, ne? So, ich blende auch euch auf YouTube mal das an. Ein. Wo ist es denn? Twitch. Okay. Was denkt ihr auf Twitch, ob sie schwanger sind oder nicht beim ersten Try? Okay. Ja, stimmt mal schön ab. Witzig, hä? Ha, ich find's gut. Nee, ist einfach schön. Es ist halt auch ein bisschen spannend, ne? Weil man weiß ja nie, ehe man sich versieht. Oh, man könnte ja auch sagen, dass Sensi sich wegen eines Todesfalls verspätet hat und sie das Techtelmechtel deswegen nicht abwenden konnte. Das können wir natürlich auch sagen, ja. Und dass es dann halt doch auf den natürlichen Weg passiert ist, Niyata. Ich glaube, das wird dem Sensi halt sehr leid tun. Also er würde sich wahrscheinlich auch sehr ärgern darüber. Und vielleicht sagt er jetzt auch ihr dann, dass sie sich mehr beeilen soll, dass es noch schneller gehen soll, damit er jetzt schnell unter die Erde kommt. Oh nein, das funktioniert also nicht verklickt. Oh, Schissel. Oh no. Warte mal, wie viele Punkte haben wir jetzt? Oh mein Gott, es ist fast unentschieden. 63 sagen ja, sie ist schwanger, 65 sagen nein. Habt ihr das Gefühl, dass er nicht so, gut ausgestattet ist? Naja, gut, wir schauen mal. Okay, let's go. Was denke ich denn? Ich glaube, sie ist schwanger. Das wäre so schön, wenn es gleich klappt. Ich würde nein sagen. Wir haben nur geschmust, Leute. Wir haben nur geschmust. Da gab es kein echtes Techtelmechtel. Schade. Alles in Ordnung? Naja, ich bin sehr traurig. Warum? Es hat nicht geklappt. Was meinst du denn? Unsere zeremonielle Hochzeitsnacht. Es hat einfach nicht geklappt. Du meinst, es war nicht gut für dich? Doch! Super. Nur, es ist einfach so, dass ich habe mir so sehr ein Kind gewünscht von dir und es ist nicht passiert. Oh. Ich meine, naja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wir haben es ja gerade gesehen mit dem Tod am Fenster. Ja, das ist wohl wahr. Dann müssen wir wohl nochmal. Naja, weißt du, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns da ein bisschen Hilfe holen. Wie meinst du das? Naja, dass wir vielleicht sagen, dass jemand nachhilft. Ein Onkel Doktor vielleicht. Oh, das ist nicht so mein Ding. Naja, willst du, dass ich glücklich bin? Natürlich will ich, dass du glücklich bist. Naja. Ich denke, dann ist es vielleicht die richtige Entscheidung, dass wir, naja, zusammen ein Baby bekommen. Aber halt über den künstlichen Weg, weißt du?
aber ich bin nicht so der Fan. Ach, die neue Mod, Leute! Oh, das ist ja toll! Ich habe die neue Mod reingenommen von Little Miss Sam. Das ist mein Kinder zur Kindertagesstätte. Das ist ja geil, dass man auch entscheiden kann, wie viel. Und dass das Geld kostet. Oha! Katja, was ist denn das für ein Icon? Nicer Dicer. Cool. Okay, gucke ich mir nochmal in Ruhe mit euch an. Jetzt werden wir erstmal mit ihm. Wie geht denn das nochmal? Ach, ich kann. Nee, das wird der Mann ja dann aber sehen. Künstliche Befruchtung. Die funktioniert. In der Wahrscheinlichkeit. Oh, wait, aber kann es dann ein Junge werden? Klappt das dann mit den Erdbeeren? Ja, wahrscheinlich klappt das mit den Erdbeeren genauso, ne? Wo ist denn ihr Ehemann? Entschuldigung? Jetzt wären es Zwillinge. Ob wir vielleicht, hallo? Ob wir vielleicht... Ja, komm! Nee, ich will nicht mit ihm schlafen. Klappt dann trotzdem mit den Erdbeeren gut. Ich speichere erstmal. Ja, aber da kamen wir direkt. Warte mal, wie war denn das mit dem Clown? Haben wir das irgendwie anders gemacht? Wie hatten wir das mit dem Clown gemacht? Weiß das noch jemand? Ich weiß es nicht mehr. Da hatten wir das irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt speichert er aber ganz schön lang. Warum? Was ist da los? Spiel kaputt. Ah, gut. Okay, aber er ist ja interessiert. Ho, ho, ho! Blarb! Ooh! Chupta Wam! Ooh! Luck! Ich meine, wir könnten auch noch mal probieren, aber geh doch mal beim Doktor vorbei und lass mal gucken, wie es läuft bei dir. Ob du überhaupt, ob es bei dir möglich ist, Liebling. Soll er mal gucken, ob er Kinder kriegen kann. Vielleicht geht's ja. Vielleicht ist es nur ein Zufall gewesen, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Weil wir sind fruchtbar. Ich meine, wir haben schon 3 Kinder. Ach so, in der Schule lernt so wichtige Dinge. Wir gehen gar nicht in die Schule, aber hey. Nichts deutet darauf hin, alles andere als der Durchschnitt. Na gut. Naja, komm. Let's try it, Leute. Auf den ganz romantischen Weg. Auf den ganz romantischen Weg. Ey, wenn wir jetzt mehrfach Techtelmechtel und das sind Zwillinge werden, dann heul ich, Leute. Alle guten Dinge sind 4. Alle guten Dinge sind 4, man sagt's immer. Das ist Standard-Leitfaden für das hier bei Sims. Los, rein da. So, ich lasse sie Pipi machen und dann machen wir nochmal. Einmal noch.
Oh, true. Das werden wir direkt mal machen, Anu. Ich würde aber sagen, wir machen dann keine Vorhersage mehr, weil wir jetzt schon wirklich alles tun, damit es funktioniert. Das wäre schade für eure Punkte. Fruchtbarkeitstrank. Das hat der Arzt die mitgegeben. Trink das jetzt bitte. Ich geh bitte pieseln. Erst Pipi machen, das ist ja eklig! Wir tun jetzt so, als hätten sie das mit der künstlichen Befruchtung gemacht, okay? Weil mir ist das jetzt auch ein bisschen wild. Ja, jetzt hat's geklappt. Real Talk, jetzt hat's geklappt. Das muss jetzt geklappt haben. Das kann nicht sein, dass es jetzt nicht geklappt hat. Das sieht mir sehr danach aus. Komm. Ja! GG! Wahrscheinlich hat das erste Mal schon gereicht, also das zweite Mal schon gereicht. Wir sind Schwange! Wir sind Schwange! Suppe Sache! Oh, Mami! Alles gut? Es hat endlich geklappt! Oh, Gott sei Dank, Mom! Cool, Leute, wir sind pregnant! Großartig! Wir speichern das Spiel an der Stelle. Ich werde erst ein paar Ich hoffe, Zwillinge. Leute, das wäre schon cool, wenn wir ein Kind kriegen, weil wir bisher immer ein Kind bekommen haben, ne? Also, wir haben dreimal eins bekommen. Es wäre schon okay, wenn wir wieder dreimal eins, also wieder, ne? Eins, also eins. Und die wird vom Charakter her dann so eine richtig eiskalte. So eine eingebildete. Raven, die Mama füttert dich. Und dann machen wir Schluss. Meint ihr echt, dass sich das erhöht durch den Fruchtbarkeitstrank? Das wäre schwierig. Okay, wir speichern die ganze Sache. Ich bin gespannt. Das wäre natürlich wild, wenn es jetzt mehrere werden. Aber, nee, speichern habe ich gesagt, gell? Sehr schön, ich freue mich, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass Väterchen Frost unter unserer Haube ist. Wir haben ihn in unseren Fittichen und ich hoffe einfach nur, dass er uns ein tolles Kind schenkt, damit wir nicht 15 Kinder jetzt von ihm bekommen. Wäre eigentlich okay, finde ich. Und, ja. Okay, ja, es kann passieren. Na gut, okay, cool. Schauen wir dann mal, wie es wird. Und ich beende jetzt den Stream, meine Lieben. Es war sehr schön heute wieder gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich beende jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme. Danke an alle, die über YouTube zugeschaut haben auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, auf YouTube. Und tschüssli, bye. Schreibt mir wie immer eure Ideen in die Kommentare und Namensvorschläge für Mädchen im besten Fall. Denn im besten Fall wird es Mädchen. Ja, tschüss.